Ich sollte noch mal zum Fernsehzimmer, aber warum? Warte, hier gab es noch eine Tür. Nee. Ich mache jetzt hier einfach. Ah. Aber vorher. Gucken, gucken, gucken. Ich dachte, hier einen Schlüssel oder sowas liegen lassen haben. Nee, alles klar. Diese Nacht haben wir beide kein Auge zubekommen. Die Geräusche hier im Haus wurden immer schlimmer. Okay, aber das mit dem Fernsehzimmer irritiert mich jetzt aber trotzdem. Oder das war wieder bloß ein kleiner Bug, was aus der anderen Sequenz irgendwie war. Das kann natürlich auch sein. Da mit Kabel. Tag 23. Ich weiß es nicht. Aber hier einfach nochmal hin. Aber das, was sie mit den Kerzen gemacht haben, war auch cool gewesen. Uns den Weg weisen. Das, was sie draußen mit uns gemacht haben, fand ich scheiße. Ich habe fast wie ein Herzinfarkt gekriegt, weil das total out of nowhere kam. Boah. Zack. Weiß man nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt auch keinen Hinweis gekriegt haben, wo wir vielleicht hin könnten. Keimige Küche. Ah, das war das, was wir gerade. Ah, siehst du, hier haben wir nämlich noch Batterien, die wir nicht brauchen. Aber auch nur Batterien, kein Schlüssel. Schade. Ah. Obwohl, das wäre auch echt assi, wenn das jetzt am Ende zum Spiel wirklich noch kommen sollte, dass da draußen irgendwas rumwandelt oder dass man die Vogelscheuche sieht. Oder so. Das wäre schon. Hier haben wir aber auch nichts drin. Das heißt also, wieder fröhlich rumlaufen, versuchen irgendwas zu triggern. Mir fällt gerade ein, im Klavierzimmer waren wir noch lange nicht gewesen. Oder waren wir schon lange nicht gewesen? Ich gehe mal spaß aber erstmal hier oben nochmal hin. Haben wir hier vielleicht was übersehen? Senken, Schlüssel oder irgendwas? Scheint nicht so. Was denn dafür, dass wir, glaube ich, noch. Dafür, dass wir, glaube ich, noch hier 8 Tage jetzt mit dem verbringen. Habe ich das Gefühl, wir haben immer noch ein bisschen zu viele Türen. Ach, hier sind auch nochmal Batterien. Ha! Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Schlafzimmer war auch nichts. Außer Batterien, glaube ich. Ist auch nicht schlecht. Jetzt mal von Anfang an so machen sollen. Wären wir jetzt vielleicht sogar schon durch, keine Ahnung. Er ist verschlossen, da ist nichts weiter. Schade. Könnten wir noch hin, gucken, ob der Clown noch da sitzt, so wie immer. Aber der Gute verpisst sich ja meistens. Draußen durfte noch die Vogelscheuche rumwandern. Aber draußen haben wir jetzt, glaube ich, erstmal nichts zu suchen. Ja, ja, ist okay, ich habe es verstanden. Das Kissen, ey. Das ist genau wie das Obst. Das triggert einen zu glauben, dass irgendwas ist. So, Fernsehzimmer. Passiert aber nichts. Okay, er ist wieder weg.
Ja, ich bin gespannt, wann er seinen großen Auftritt hat. Toll. Hier haben wir auch nichts. Was das Psst mal soll. Langsam müsste er sich doch dran gewöhnt haben, Mann. Der ist hier schon seit 22 Tagen oder 22 Abenden. Und macht ständig Psst. Langsam dürfte er sich doch nicht mehr davon erschrecken lassen, oder? Denkt man sich so. Okay, hier haben wir aber auch nichts. Da muss ich... Muss ich noch mal raus? Kann auch sein. Hier im Musikzimmer war das, glaube ich... Oder? Mit dem... mit der Spieluhr? Könnte gut sein. Alles klar. Weißt du was? Wir gehen noch mal raus. Alter, was war das denn? Alter, ohne Scheiß, der Schatten sah gerade aus wie ein Drache. Vielleicht gibt es ja jetzt sowas beim Auto. Kann man es wissen? Fuck. Fuck. Alter, das sollte mal... War ja doch keine Halluzination von mir. Da fliegt wirklich so ein Viech rum. Alter, warum bin ich bloß rausgegangen? Draußen wird es ja mal schlimmer. Das war doch früher mal so schön. Hier mit... Blitze, ein bisschen Donner, Regen, alles war hell, alles war schön. Auf einmal fliegen hier irgendwelche Vampirwesen rum. Willst du mich verarschen? Scheiß Vogelscheuche hier taucht auch nicht mehr auf. Oh Gott. Alter, das sind die Büsten. Oh nee, da, ach nee. Nee, da weiß ich doch schon, was am Ende kommt. Wenn sie jetzt von der Hütte, die Büsten, die ja eh immer so eine Flügel haben, sich erheben, dann möchte ich, ey, ohne Scheiß, wahrscheinlich Tag 28 oder 29 gehst du da raus, latschen die Büsten hier rum und wollen dich kalt machen. Oh Gott. Gib mir mal einen Tipp, Junge. Die Scheißkatze schon wieder! Ich glaube, im Ankleidezimmer hat sich irgendwas bewegt. Was ist denn jetzt das Ankleidezimmer? Ja, komm runter, das war bloß die Scheißkatze. Diesmal habe ich es auch wirklich gesehen. Nicht bloß das Geräusch. Oh, wann ist das Ankleidezimmer? Ich gehe nochmal hier hoch. Es gab ja einige Zimmer, die so sein könnten. Das war bloß das Kinderzimmer, ne? Ja. Die Vase da hinten, Alter. Denke ich auch hier erstmal, die sitzt da. Das ist nicht das Hallo? Hallo, machen wir wieder auf hier. Das ist nicht das Ankleidezimmer gewesen, ne? Ja, manchmal ist blöd. Ich kann mir schon vorstellen, da wo die ganzen komischen Puppen da waren, dass das das Ankleidezimmer war. Ne, das ist definitiv keins. Das wird auch keins sein. So, das ist ein Schlafzimmer. Was das mit der scheiß Katze auch jedes Mal soll. Furchtbar. So, warte kurz. Ankleidezimmer, Ankleidezimmer, Ankleidezimmer. Das sieht nicht aus wie ein Ankleidezimmer. Boah, wo waren das jetzt schon wieder gewesen? Du.
bin mir unsicher, ob das jetzt wirklich hier in dem Gang war. Wenn, dann war es doch, glaube ich, sowieso oben gewesen. Ne, von hier kommen wir ja. Ne, da war eine andere Abkürzung. Das war nichts. Weißt du, der Geist könnte ja mal wieder so freundlich sein und die Lichter anmachen. Man hat dann noch wesentlich besser gesehen. Das war das Atelier. Die Tür ist noch verschlossen. Ah ja, hier war ja auch verschlossen. Das ist ein Kleidezimmer. Wo war denn jetzt das Ankleidezimmer? Ich dachte, da steht jemand. Das ist mit Sicherheit kein Ankleidezimmer. Waren wir schon bei allem, ne? Ja. Könnte man das als Ankleidezimmer bezeichnen? Man weiß es nicht. Hier hätten wir auch keins. Also kann das eigentlich nur... warte mal. Ach nee, kann man hier gar nicht hin. Ich wollte mal wieder eine Abkürzung versuchen. Wo ist denn jetzt das Ankleidezimmer, Mann? Nee, 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 Quatsch, hier. Nicht, nein, da auch nicht. Das war oben. Glaube ich. Hier hinten war es nicht, ne? Nee, hier kann man bloß dahin. Oh Gott, ey, schon wieder die Sucherei. Hier war es, glaube ich, nicht. Nee. Da waren wir übrigens, glaube ich, auch schon. Hier war ich auch schon alle durch. Blöd. Ja, hier komme ich ja bloß. Na gut, aber hier war doch kein Ankleidezimmer. Nicht, dass ich wüsste. Ach, also sorry Leute, mein Fehler oder meine Schuld, dass wir jetzt hier so ewig keinen rumsuchen. Könnte das Ankleidezimmer sein? Weiß nicht, das andere sah mehr danach aus, aber hier steht auch so eine Puppe rum. Okay, hier kommt aber nichts. Und sie lassen uns auch raus. Wie nett. Streich jetzt können wir mitnehmen. Ich weiß, wie der scheiß Raum aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Hilfe. Schnauze. Na, hier war kein Ankleidezimmer, oder? Nee. Ach, wo war denn das? Ich krieg die Motten, ey, das gibt's doch nicht. Ah.
Ankleidezimmer, Ankleidezimmer, Ankleidezimmer. Das war... Ernsthaft, Alter, vor Ratten erschrickt er sich. Schachzimmer. Ja, Mann, komm runter, Junge. Wir wollen hier noch ein bisschen überleben. Dreck. Was soll ich dieses scheiß Ankleidezimmer nicht finden? Gott, ja toll, jetzt sind wir wieder hier. War das hier nicht so eine frontale Scheißtüre? Ah, klar. Yay, warte mal, hier sind wir durchgekommen. Ey, das kann doch nicht sein. Stinkige Küche. Stinkiger Abstellraum. Stinkiges Atelier. Tür ist verschlossen. Stinkiger Uhrenraum, wo die Tür auch verschlossen ist. Oh Gott. Also manchmal bin ich echt so ein... Man kann es auch nicht aufs Spiel schieben, weil... Ich zock das jetzt, glaube ich, seit... Boah, 3,5 Stunden oder so. Und ich habe vergessen, wo das scheiß Ankleidezimmer ist. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Nein. War das hier stinkiges Atelier? Ja, war der Blumenladen. Was ist doch hier? Ey, das ist... Geht doch. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich bin schon wieder fast am Arsch und ich komme hier nicht raus. Oh, 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 lass mich raus. Danke. Okay. Beruhig dich, Junge. Alter, ey. An einem Tag schon wieder fast gestorben. So, gib mir gefälligst Schlüssel hier. Danke. Muss aber im nächsten Durchlauf schneller gehen, ey. Ja, komm mal wieder runter. Komm mal wieder runter. Ganz ruhig, mein Kleiner. Da waren wir schon dran, glaube ich, ne? Er ist immer noch im Eskalieren. Komm mal wieder runter. Ist doch vorbei. Ja, na klar. Hier muss noch ein Psst kommen. Ja, hier, Batterien. Juhu. Linda hatte einen totalen Nervenzusammenbruch. Ich muss sie hier wegbringen, egal wie. Wir müssen hier raus. Am Ende wird er sie zum Friedhof bringen. Da bin ich mir sowas von sicher. Aber ey, das war jetzt echt ein Scheißdurchgang, wenn man das mal davor betrachtet. Also sorry. Ah Gott. Aber ansonsten macht das Spiel echt Spaß. Ich hoffe, dass ich jetzt mal... Ja, Mama, sie hat jetzt Nerv zusammenbrochen und sie muss irgendwie weg. Wieder kein Anhaltspunkt. Wenn man einen Anhaltspunkt kriegt, ist das eigentlich... Geht's eigentlich? Weil dann weiß man ungefähr, wo man hin muss. Aber... Aber so ganz ohne... Und dass der sich auch vor jedem Scheiß erschrecken muss. Ey, Clown. Wenn ich wiederkomme, bist du weg. Ist verstanden, Freundchen. So.
Nein. Nein. Scheiße, ich hätte hochgemusst.